Liebe Schwestern und Brüder, es ist gut, dass Sie sich entschieden haben, heute Morgen hier zu diesem Gottesdienst zu kommen. Sie hätten es ja nicht machen müssen. Sie hätten auch zu Hause bleiben können, Fernsehen gucken. Aber Sie haben sich entschieden zu kommen. So ist das im Leben. Minute für Minute, Stunde für Stunde, jeden Tag treffen wir Entscheidungen. Am Morgen eines Tages liegen Hunderte von und Tausende von Möglichkeiten des Lebens vor uns. Und wir müssen Entscheidungen treffen, kleine und große. Was mache ich nicht? Wie mache ich es? Was lasse ich sein? Aber am Ende eines Tages wird dann ein einziger Weg durch diesen Tag übrig geblieben sein. Definitiv mein Weg mit meinen gefällten Entscheidungen durch diesen Tag. Mit unserem Lebensweg ist das nicht anders. Für ein neugeborenes Kind stellen sich Tausende und Abertausende von Wahlmöglichkeiten in seinem Leben. Aber mit jeder Entscheidung wird sein Lebensweg festgelegt. Sein einmaliger Lebensweg, der am Ende feststeht. Mein Weg durch dieses Leben, festgeschrieben für Zeit und Ewigkeit. Diese Endgültigkeit gibt jeder Entscheidung so ein großes Gewicht. Es ist nicht egal, es ist nicht banal, wie ich mich entscheide, es ist nicht beliebig. Ich und nur ich muss es verantworten, meine Entscheidung. Damit stellt sich jeweils die Frage, und welche Entscheidung in diesem Fall ist richtig, welcher Weg ist richtig, den ich jetzt hier wähle? Was soll ich tun? Was soll ich sein lassen? Die Frage ist schwierig zu beantworten. Auf jeden Fall steht fest, letztlich lässt sich die Frage, was ich tun soll, nur entscheiden vom Ziel meines Weges. Wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin und schnellstmöglich das nächste Dorf erreichen will, dann ist der Weg zum Gipfel des Berges falsch. Will ich aber den Gipfel des Berges erreichen, ist der Weg, der den Bach entlang führt, falsch. Das Ziel ist das Kriterium für die Richtigkeit meiner Entscheidung, der Wahl meines Weges. Übertragen wir dieses Bild auf den Lebensweg. Welches ist das Ziel meines Lebens? Das letzte greifbare, wissenschaftlich erforschbare ist der Tod. Aber damit fängt die Frage eigentlich erst an. Was ist der Tod? Ist der Tod das Ende und der Verfall, der Zerfall ins Nichts? Oder ist der Tod der Moment, wo ich Gott begegne, der auf mich wartet, der mir vorausgegangen ist, wie es heute im Evangelium heißt, um mir eine Wohnung zu bereiten, ein Zuhause? Ist der Tod der Übergang in eine himmlische, ewige Wohnung voller Glück und Frieden und Erfüllung? Ich gehe hin, um euch eine Wohnung zu bereiten. Wenn ich hingegangen bin, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Sind wir auf dem Weg zur ewigen Heimat? Wir wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Meine lieben Schwestern und Brüder, in dieser Frage steht jeder Mensch, ausnahmslos jeder Mensch, vor einer Glaubensentscheidung. Der eine glaubt eben, dass mit dem Tod alles aus ist, und der andere glaubt, dass es ein Weiterleben nach dem Tod und eine ewige Wohnung, eine ewige Heimat für den Menschen gibt. Glauben muss jeder Mensch. Es gibt keine ungläubigen Menschen.
Also muss jeder irgendwie, geprägt vielleicht durch sein Elternhaus und die Gesellschaft, in der er lebt, seine Entscheidung fällen. Und dann werden wir halt im Moment des Todes sehen, wer recht hatte. Nein, meine liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium des heutigen Sonntags sagt, so ist es nicht. Denn du kannst jetzt schon im Leben erfahren, dass du auf dem Weg in die ewige Heimat bist, dass Gott dich im Tod wie im Leben erwartet, dass er da ist. Dass der auferstandene Jesus Christus jetzt schon erfahrbar ist, genauso wie in der Stunde des Todes. Die Jünger, völlig verunsichert, voller Angst, so hieß es eben im Evangelium. Sie fragen Jesus, zeig uns den Weg, bitten ihn, zeig uns den Weg. Jesus dreht es rum. Ihr kennt den Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg, den Vater zu sehen, jetzt schon zu sehen, so sagt er. Du kannst jetzt schon erfahren, dass Gott da ist, dass Gott auf dich wartet, dass dein Leben nicht im Nichts endet, sondern in der himmlischen Herrlichkeit. Du kannst es jetzt schon erfahren. Mach dich auf den Weg. Geh mit mir mit. Zeig uns den Vater. Ja, geh mit. Ich bin der Weg. Den Worten Jesu gemäß gibt es keinen anderen Weg, Gott zu erfahren, jetzt schon im Leben wie im Tod, als mit ihm zu gehen, mit ihm, der mit uns und uns vorausgeht. Mach dich auf den Weg mit ihm und du wirst erfahren, dass Gott da ist. Das deutsche Wort Erfahrung sagt das sehr schön. Erfahrungen sammelt eben nur der, der losfährt. Wer sitzen bleibt, macht keine Erfahrungen. Vor 25 Jahren haben hier und in vielen Ländern Mittel- und Osteuropas Menschen erfahren, was es heißt, sich auf den Weg zu machen. Angstvoll, mutig, weise, klug, bescheiden. Aber sie mussten aufstehen und auf die Straßen gehen und hinausgehen, um zu erfahren, was es heißt, in die Freiheit zu gehen, neue Wege einzuschlagen, in die Weite des Lebens hinauszugehen. Es braucht den Aufbruch, das Sammeln von Erfahrungen. Das Leitwort von Renovabis in diesem Jahr, mit meinem Gott überspringe ich Mauern, gibt genauso eine Glaubenserfahrung und Lebenserfahrung wieder. Es ist der Psalm 17, der da zum Klingen kommt. Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Betet der Gerechte, der Fromme, der unterdrückt ist, der in der Gefangenschaft ist, der nicht mehr weiter weiß, der mit seinen Kräften am Ende ist, der überall nur Mauern sieht und der dennoch betet und danach handelt. Mit meinem Gott überspringe ich die Mauern. Nicht, weil er sich so stark fühlt. Mit meinem Gott überspringe ich die Mauern. In diesem Psalm wird deutlich, wie er sein Herz Gott schenkt und darauf hofft, dass Gott ihm sein Herz schenkt. Und er so den Mut findet, über die Mauern zu springen. Das Wort Herz im französischen Chor oder im lateinischen Chor hat die gleiche Sprachwurzel wie Courage, Mut. Das ist eine Herzensangelegenheit. Eine Herzensangelegenheit mutiger Menschen, die ein großes Herz haben. Der betet ein großes Herz für Gott im Vertrauen, dass Gott solch ein großes Herz für ihn hat. Mit meinem Gott überspringe ich in Mauern. Renovabis erinnert in diesem Jahr an diese Menschen damals in Mittel- und Osteuropa, die den Sprung über die Mauern gewagt haben. Aber wir tun das im Wissen um die vielen Menschen, die auch vorher und vielleicht noch viel schwieriger vorher in all den Jahrzehnten immer wieder mitten in den Mauern, über Mauern gesprungen sind. Auch als Christen und gerade als Christen die Glaubenstreue. Auch wenn sie viel gekostet hat. In die Weite des Herzens, die solidarisch blieb mit den Christen und der Kirche. Das waren viele Sprünge innerer Freiheit mit äußeren Konsequenzen. Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Ich erlebe heute hier
in Sachsen solche Menschen, die natürlich in einer Situation der gesellschaftlichen Freiheit solche Sprünge wagen. In einer Gesellschaft, in der eher gilt, alles ist gleichgültig, alles ist möglich, alles ist egal, Profil zu zeigen, auch als Christ. Ich war gestern in Neustadt in Sachsen zur Firmung. Das ist eine ganz andere Situation als die Firmenfeiern mit vielen Jugendlichen in Dresden, Leipzig oder Chemnitz. Ja, da sind es immer viele. Wunderbar. Aber dort habe ich zwei Firmlinge gefirmt. Zwei. In drei Jahrgangsstufen. Und dann habe ich sie gefragt, ist das nicht schwierig für euch, so in der Minderheit den Glauben zu bekennen? Und sie schütteln den Kopf und lächeln mich an und fragten, wieso? Wir stehen dazu und wir sind doch zu zweit. Meine lieben Schwestern und Brüder, das ist Solidarität. Solidarität miteinander und mit Gott. Das sind Christen, auf die wir für die Zukunft bauen können. Mit meinem Gott überspringe ich die Mauern. Kommen wir auf die Sprünge. Helfen wir einander auf die Sprünge. Wagen wir große Sprünge mit Gott und miteinander.